Hallo Leute, willkommen bei diesem LS19 Mod Vorstellungsvideo. In diesem Video zeige ich euch einen Mod mit einem gebrauchten Agroliner Anhänger. Jo, kaufen wir den gleich mal. So, es geht hier um diesen ganz normalen Agroliner und den habe ich als Gebrauchtfahrzeug umgebaut. Also mit etwas verblassten Farben. Und hier habe ich auch noch den kleineren Farmtech als Mod umgebaut. Den stelle ich euch in einem anderen Video vor. Aber hier spielt er auch noch eine gewisse Rolle. Die kann man nämlich zueinander passend machen. So, jetzt haben wir den hier erstmal. Also erstmal in so einem verblassten Grün. Sieht also etwas anders aus als das Originalmodell. Und bei dem hat man aber die Möglichkeit, sich den in der Werkstatt umspritzen zu lassen. Ich meine, man kann jedes Fahrzeug neu lackieren lassen. Und das kann man bei dem hier eben auch, wenn einem das zu blassfroschgrün ist. Dann kann man hier die Farbe ändern. Und zwar hier die Hauptfarbe kann man ändern. Das wäre hier erstmal das dunkle Grün, das auch zu diesen Agrolinern passt. Aber wenn man den neuwertigen kauft, dann hat man hier so mittelgrüne Streben noch. Und hier habe ich das jetzt ganz durchgehend gemacht. Und auch weiß und braun. So. Und jetzt kommt das Besondere. Man kann den auch in dem Farmtech-Farbton machen, damit man die beiden Anhänger zueinander passend machen kann, wenn man das will. Und jetzt kommen noch ein paar Spielereien. Also das wäre jetzt hier das Standard-Agroliner-Grün. Das ist noch nicht die Spielerei. Und ich habe mich mal erdreistet, das auch anzubieten, diese Standardfarbe, weil man zahlt ja Aufpreis fürs Lackieren. Das halte ich also für durchaus realistisch. Und jetzt wird es hier ein bisschen verspielt. Das gibt es auch noch in Chrom. Und auch in Violettchrom. Müsst ihr ja nicht machen, wenn euch das nicht gefällt. Aber ich hatte irgendwie Lust, da ein bisschen spielerisch ranzugehen. Und ansonsten gibt es hier noch die ganzen normalen Farben. Also die Standardfarbauswahl sozusagen. Und ich mache den jetzt mal. Na, ich lasse den erstmal so und später mache ich ihn in den Blassgrün. Das gleiche Spielchen kann man hier auch mit dem Verdeck machen. So, da gibt es im Prinzip die gleichen Farben. Nur hier hat man das Gelb im Chromton. Sieht dann aus wie Gold. Okay, und die Felgenfarbe kann man auch noch ändern in den ganzen Normalfarben. Jo. Und meine Vorstellung war, dass dieser Anhänger im Besitz von einem begnadeten Bastler war. So einem, ja, es gibt ja so Fahrzeugbesitzer, die an ihren Geräten immer rumbasteln und die tunen. Und da wurde die Anhängerkupplung umgetunt. Man kann an diesen Agroliner ja normalerweise die Anhänger dranhängen, die einen Drehschemel haben. Also den anderen Agroliner und den 10.000 Liter von, das ist nicht Farmtech, sondern Fortschritt. Den kann man da dranhängen. Den Farmtech kann man nicht dranhängen. Und dieses Modell kann man auch nicht an sich selber hängen. Aber bei diesem Gebrauchtmodell geht das. Da habe ich eine ganze Weile gefriemelt. Man kann jetzt also von diesen Agrolinern mehrere aneinander hängen. Dann kann man nicht ganz so enge Kurven fahren wie mit dem Drehschemel-Anhänger. Aber ich bin da rumgefahren. Das ging eigentlich ganz gut. So, wir kaufen den hier mal in der Standardfarbe. So. Kostet ja 9.000. Das halte ich für einen realistischen Wert für ein Gebrauchtfahrzeug. Und jetzt gehen wir mal hin und
benutzen ihn. So. Oh, oder wir machen das so. Wir kaufen jetzt gleich noch einen und hängen den auch noch dran, damit ihr seht, dass das geht. So. So. Färben wir den anders. Den färben wir anders. Da fand ich dieses Blau eigentlich ganz schön. Und dann... Oh, das sieht fast genauso aus. Das ist ein bisschen zu krass. Wie wäre es denn so? Gut, dann zahlt man hier 500 Aufpreis. Für die Chromsachen zahlt man 800 Aufpreis. So. Okay. Und wenn wir jetzt hier zurückfahren, kann man das ankoppeln. Er hebt sich so ein bisschen dabei an, der hintere. Also es ist nicht perfekt. Ein richtig guter Modder hätte das bestimmt noch besser hingekriegt. Aber unser fiktiver Bastler, der Vorbesitzer dieser Agroliner war, der war kein sehr genauer Bastler. Aber er hat es halt so hingebastelt, dass es irgendwie geht. Jetzt fahren wir hier mal zu unserem Mähdrescher und laden irgendwas ein. So. Ich hoffe, der war schon fleißig genug. So, klappen wir hier mal auf. Ich stopp den mal kurz. Okay. Sehr brav. So. Also die Anhängerfunktion ist ganz normal, wie sonst auch. Es ist halt ein Gebrauchtanhänger, den man auch umlackieren lassen kann. Also ehrlich gesagt gefällt der mir so fast besser wie der normale. Ich konnte da nicht widerstehen, da eine Farbauswahl reinzubasteln und auch die zusätzlichen Ankopplungsmöglichkeiten wollte ich irgendwie unbedingt machen. Ja. Ja, denkt man natürlich, man müsste eigentlich einen Aufpreis zahlen, statt das Ding billiger zu kriegen. Aber ja, der Bastler braucht ihn halt nicht mehr. So. Ja. Na, wo kriegt man diesen Mod? Den kriegt man auf meiner Homepage, und zwar omatannerspielt.de. Und unterm Video findet ihr einen Link zu diesem Mod in der Infobox. Und den Mod könnt ihr dort kostenlos runterladen, ohne Registrierung. Und eine Anleitung, wie man einen Mod installiert, findet ihr dort auch. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!